Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Portal 2. Heute geht's um Kammer 2. Ich bin der Essex. Und Joel. Ja, und... Hallo. Hallo. Ja, ich mach das mit dem netten Hütchen. Endlich wieder. Hallo. Hallo, Portal. So, Kammer 2. Jo, danke. Es gibt 8. Schon über Minecraft Doppel W drücken, ich kann jetzt laufen. Ich hab verloren. Du mit deinen Gesten, du. Dafür hat man die. Ja, nur für euch zur Information, der Essex hat endlich sein Portal auf Deutsch umgestellt. Ja. Falls irgendwer nicht so gut Englisch kann und da wir ja sowieso die Let's Plays auf Deutsch machen. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Jetzt musst du hoch. Und reinspringen. Sehr schön. Juhu. Yay! Woo! Hey, du hast coolen Mut auf. Plus jetzt. Ja. Ursprünglich erfassten diese Kameras Momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, konnten sie die Fotos für $5 kaufen. Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so beliebt, also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, geh mal da rein. Und dann mache ich dir mal 2 Portale. Springer und nimm ein blaues. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Und jetzt machen wir das so. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Den Sicherheitswürfel. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Gut, dass der Würfel ein Kugelbar. Ein Kugelbar. Der Gerät muss lesen. Ja, der Gerät. Der Gerät schläft nie. Der Gerät schwitzt nicht. Der Gerät heißt Peabody. Ohne Tasche keine Competition. Ohne Gerät keine Tasche. Hm. Der Gerät ist Gott. So, simpel ist es. Erschossen, erschlagen, ertrunken, Kammer Nummer 2. Verbrannt. Oh, die ist lustig. Komm mal her, komm mal her. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Geh mal hier. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Das ist schon praktisch. Hier, ich hab die 2 Portale gemacht. Mach sie mal da. Da, da, da. Warte? Ja, ja, ja. Oh, ich fliege! Super funny aus. Bam! Ja, Luftübung. Und nun drück ich dir den Schalter. Hier? 2 Portale. Da oben auch. Danke. Und dann musst du das dunkle Rote dahin, nachdem du den Schalter gedrückt hast. Yay! Au. Ich fliege. Gut gemacht. Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Ach, das ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Ja. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. Ja, ja, gut. Ja, gut. Ja, wer das vielleicht bemerkt? Hypnotod-Geschädigte.
Mehr oder weniger. Ja, also Minecraft Let's Play von mir kommt auch auf jeden Fall noch. Ob mit oder ohne Mods. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Mit oder Orange, wohl kannst ohne du Tool aufschreiben, ist, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Wo muss ich das Blue, andere überhaupt hin? Du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Geh mal da runter. Daumen rechts, genau. Aber du musst auch runter auf den Knopf bitte gehen. Da ist ein Knopf da unten. So. Ich dachte, dass ich ihn vielleicht irgendwie hochgeschleudert bekomme. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Nee. Danke. Yeah, gib mir der, yeah. Wie tanzt du denn? Kannst du nicht, aber eine Röhre. Das können nämlich nur coole, weißt du, so tanzen, so... Pros, sagst du, Porte Pros. Ja, auf jeden. Wink, wink, wink. Ich kann tanzen. Yeah, in the house. In the house. Check it out, y'all. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr wärt die Einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten? Oh, das ist gelogen. Es gibt noch 5000 weitere Tests, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Ach nee, du musst aber hier. Aber keine Sorge, ihr führt. So, und dann... Fall nicht in die Löcher. So, du musst jetzt gleich... Ja, super, machst du Gesten. Du musst gleich Knöpfe drücken, pass auf. Was? Hinter dir. Und jetzt nochmal hinter dir. Den anderen hast du gar nicht gedrückt. Jetzt drück ihn. Jawohl, sehr schön. Jongliertest beginnt in 3, 2, 1. Jongliertest vorbei. So, der ist nochmal drin liegen da. Physik ist 0. Sag mal. So. Ich wollte den Ball mitnehmen. Nicht es. Hier, hi. Ja, komm her, schwiff ihn her. Nein, nicht durch den Grill. Gib her. Danke. Oh, du hast es kaputt gemacht. Ich bin ein fieser Rowdy. Ich bin Atlas, der fiese Rowdy. Peng, peng, in your face. Nee, das war Putz, voll auf die Nase. So eine Feuerball, Junge. Bom. Oh, New Kids. Jedes Mal, wenn wir spielen. Lass uns weitermachen. Ja, 5,5 Minuten haben wir mit. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Durch. Wisst ihr, wo ich war? Au, ich habe draußen au. Ein springendes Reh beobachtet. Du bist doch voll euch blöd, interessiert ey. Das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Auch ja. Komm her. Bam. Ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in Verzückung versetzen. Ich schieß mich durch. Yikes! Daneben. Warte mal, muss ich nicht noch vorher irgendwie... muss ich. So. Nee, geh du mal hier. Schießt du dich gleich mal selbst durch. Ich muss vorher hier was machen. Kann ich? Ja, jetzt. Da deine Portale ja noch da sind, mache ich das jetzt wie folgt. Du nimmst mein gelbes und kommst durchs rote. Genau, so war das. Danke sehr, Baby. Ah nein, ja. Du musst dich schießen. Und wie komm ich rüber? Du kommst jetzt rüber, indem du,
Einfach durch das rote Portal springen. Bam! Yay, sie fliegt. Ich kann fliegen. Hey, ja. Darf ich zuerst? Achso, du zuerst. Komm her. Hast du den... Wo? Aber da geht es dann... Komm her. Nein, da oben drauf bleibt... Okay, ich geh nochmal. Danke. So, dann machen wir das jetzt so und so und putz und so und so und so. So, du kannst. Mit was? Genau. Und dann wie das weitergeht, weiß ich nicht. Oh, das war knapp. Da fliegst du. Ah, ich weiß. Geh mal an mein gelbes, spring mal an mein gelbes. Ich hab gar nicht gedrückt. Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänzer aufführt. Menschen, und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Tanzt du jetzt gerade rum? Ja. Guck doch, drück doch Tab. Ja, ich bin dabei. Stimmt das. Yeah, ich hab gerade das Tanzen gelernt. Sehr schön. So, Peabody, was geht ab? Was machen wir jetzt? Hallo, Peabody! Hör mir halt nicht zu und Chat weiter. Noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Oh, den selbst ich hatte versuchen. Einen Makel. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. Yeah! Ich hab's geschafft. Ja, willst du nicht erstmal auf deine Springplattform? Ey, ich konnte gar nicht mein Dings setzen. Oh. Tito? Tito? Wie nennst du mich? Schätzelein. Mich nennst du nicht Tito. Knapp daneben ist auch vorbei. Müssen wir das Ganze halt nochmal machen. Da bleibst du nicht liegen, super. Ladidadida, so. Jetzt geht's los. Nein! Nein! Was mache ich denn? Achso, du hast ja deine Portale da. Ja super, hab ich ganz verplant. Yay, 360. Wir sind so gut, wir sind so toll, wir sind so abnormal. Willst du drücken? Ah, okay. So, sehr gut. Jetzt muss ich, ja, die Dauerschleife hier. Na, die da. Krieg ich wann das? Muss ich drücken? Ich muss mir erstmal gerade noch Portale machen, wenn du es nicht gecheckt hast. Danke, danke. Bitte. Ich weiß es nicht mehr. Ich war zu früh auf jeden Fall. Gut aber gemacht. Schon zu spät. Drücken. Noch drüber drücken. Yeah. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu viel verlangt.
Jedes Forschungsergebnis muss mindestens einen Mensch sterben. Oder einen Roboter. So. Die 15 Minuten sind leider vorbei. Ja und? Ich kann auch länger als 15 Minuten hochladen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, in welcher Kammer wir sind. Wenn sich das lohnen würde, machen wir ihr seid noch. Wirklich viel zu langsam. Ja, dann machen wir die noch schnell. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. So. Blue, das Gleiche auf der anderen Seite. Du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Genau. Und dann zähle ich auf 1 runter und dann gehst du auf deinen Sprungpad. 3, 2, 1. Super. Oh! Die Kammer, I like. Ich nehme den Würfel. Du nimmst den Würfel? Meinst du, ja. Schaffst das? Ah. Okay. Angespannt? Nee, ne? Dann mal ein Tor. Jetzt los! Nein! Okay, komm ich mal vor. Ich muss weg, sorry. Ja, ich hab's verpeilt. Ich bin schuld. Das wäre jetzt nicht schlau gewesen. Ja, dann mach mal los. Oh, oh, oh. Und los geht's! Was? Und komm durch. Mit Würfel. Hierher, hierher! Au. Leg den Würfel mal bitte da. Danke sehr. Komm zur Tür. Magst du mal hier bitte mit durchkommen? Die bleibt nur eine gewisse Zeit auf. Das ist das Problem. Sehr gut. Ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken verdient. Ja, haben wir. Denn jetzt, danach ist das Video vorbei. Jetzt müssen wir der schönen GLaDOS meiner super Zuckerschnude eine CD bringen. Wink, wink, wink. Wink, wink, wink. Wink, 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 wink. Wink, 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 wink. Du warst gar nicht mehr dran. Wink, 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 wink. Wutschi. Wutschi. Ein kleiner Vogel. Wutschi. Für diesen Vogel? Test müssen wir Wutschi. Nur noch die Projektpläne finden. Ein großer Vogel. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. So, dann geht mal. Hey, hopp, Anhieb! Ich bin so cool, ich bin so toll, ich bin so... Ach, nochmal. Dann fliegst du mal. Mit meinen Löchern wieder? Nein. Warte mal, ich mach dir Löcher, ja? Bitte sehr. Okay. Löcher! Löcher! Bauarbeiterbuddeln-Löcher. Was ist denn mit dir los? Ängste? Was mache ich jetzt? Ja, geh da durch den Grill. Und wie kommst du rüber? Ja, jetzt muss ich nämlich hier so machen und so machen. Und dann kriegst du da einen Laser rein. Und den musst du da auf irgendwie so einen Ausknopf leiten. So einen Master-Ausknopf. Sehr schön, dankeschön. Super toll, super prima, super prima. Ich bin schlau, ich bin cool, ich bin toll. Yay. Au. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, ich bin noch da. 3, 2, 1, go. Erster, wer ist die Letzte? So. Was jetzt? Wo ist die CD?
Ich hab keine. Ich hab keine CD. Nein! Du Sau, du. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Die wertlosen Pläne? Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Na gut. Dann war's das für diesmal mit Let's Play Portal 2. Ja, ich bin der Essex. Auf Schul. Bis zum nächsten Mal. Du.